Guten Abend. Mein Name ist Roger Schawinski. Im Verlauf von den nächsten 24 Minuten werde ich hier auf meinem Sender, den ich erfunden habe, ein Gespräch führen mit dem Schriftsteller Peter Bichsel. Peter Bichsel, willkommen bei Tele24. Wir sitzen noch etwa im Studio. Aber das Studio ist ein heimatloser Ort. Eine Heimatlosigkeit. Finde ich gut. Peter Bichsel, du bist Number One unter den Schweizer Schriftstellern. Was war für dich das wichtigste Ereignis im Jahr 2000? 2000 ist eine Zahl. Eine Zahl, wo... Ich finde, ein hervorragendes Ereignis war der Weggang von der Eva Wannemacher beim Monopolsender von Peter Schellenberg hin zum Schmuddelsender TV3. Die Eva Wannemacher habe ich entdeckt. Hä? She's my sunshine. Echt? Aber reden wir über dich. Peter Bichsel. Hä? Was bedeutet für dich Sex? Ich sitze noch viel in der Beiz. Genau, man kann anrufen. Telefonnummer 01 24 24 24 24 24 24 24. Peter Bichsel, nachdem du meiner Frage ausgewichen bist, was für dich das wichtigste Ereignis war im Jahr 2000? Ich sag das. Der George Bush gewinnt die amerikanischen Wahlen 24 Stimmen vor dem Al Gore. Nella Martinetti war 24 Mal beim Dr. Stutz. Am New Yorker Marathon bin ich 24 Sekunden schneller gelaufen als der Joschka Fischer. Tele 24 hat 24% Wertanteil bei den 24-Jährigen. Peter Bichsel, hä? Was sagst du da dazu? Das Fernsehen ist nicht mehr mein Fernsehen. Am Telefon ist jetzt Frau Bingler aus Albisriede. Sie sollten sich schämen, Herr Schawinski. Lassen Sie doch den Herr Bichsel endlich mal in Ruhe. Finde ich gut. Der nächste Anrufer ist der Herr Bisetti aus Frauenfeld. Grüezi, ich möchte vom Herrn Bichsel wissen, ob er auch mit diesen Kampfhunden aus. Ich finde, bei den Kampfhunden soll einfach jeder selber entscheiden, was er genau will. Ich meine, who cares? Ich selber halte mir ja den Markus Gilli. Zu diesem Thema habe ich einen gewichtigen Einwand. Peter Bichsel, ich finde dich gut. Und am Schluss von dieser Sendung fühle ich mich als Roger Schawinski schaurig gut. Ist meine Idee gewesen. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, hat mal der Victor Hugo geschrieben. Genau. Und für uns ist jetzt Zeit gekommen für den anderen Hugo. Wir kommen zum Hugo Bicci mit den News.